Wenn damals die Einreisepolitik der Vereinigten Staaten so restriktiv wie jetzt gewesen wäre, Herr Präsident, dann wären vielleicht Ihre eigenen Vorfahren überhaupt nicht in die Vereinigten Staaten gelassen worden. Ich will mich nicht begrapschen lassen müssen. Nieder mit dem Sexismus. Und ich möchte mich natürlich auch nicht begrapschen lassen. Rassistisches und menschenverachtendes Denken haben wir in dem Land schon genug. Wir sagen Nein zu Trump, weil wir weder auf Herkunft, Religion noch Nationalität achten. Sie stehen auf starke Grenzen, dann zeigen wir Ihnen jetzt Ihre auf. Trump. Nein. Einfach nein. Donald Trump sollte nicht nach Deutschland kommen, denn wir brauchen nicht noch einen Gefährder mehr in Deutschland.